Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof Revival hier auf der Walchen 2K20 mit dem Herrn Stadler, ne? Ja. So. Servus. Schaut gerne bei ihm rein. ModsX, M-O-Z-Z-X. Ja. Lasst ein Abo da. Und auch gerne beim Varunelpe. Jo. Und ja. Dann geht's jetzt weiter. Sie wollten mir die Unterlagen zeigen. Jo. Oder beziehungsweise gucken, ob sie die dabei haben. Wird schauen. Ah ja, hier. Wissen Sie, was ich richtig schön finde immer? Was? Diese Ornamente. Ja. Das ist einfach, da fühlt man sich gleich heimisch. Ja. So. Ah, fein. Also, hier. Wir werden halt die für den Kauf. Und ich weiß nicht, bräuchten Sie eigentlich auch einen Kredit, oder? Nee, Kredit brauche ich nicht. Ich habe genug Geld, als beseitige Pack. Als Abfindung gekriegt von. Von wissen Sie, damals wir waren da irgendwo in Russland, im Niemandsland. Sie waren in Russland. Ja, oder wo das auch immer war, ich weiß es nicht mehr. Wir sind hingeflogen, der Udo, wie heißt denn der Udo, der Udo halt, der hat gemeint, ja, er hat alles organisiert und dann sind wir dahin, da war da gar nichts. Dann mussten wir erstmal alles aufbauen. Und jetzt vor 2 Wochen kam hier die Behörde und hat gemeint, hier, stopp, was haben sie gemacht? Das ist Naturschutzgebiet. Ah, ja. Und dann mussten wir hier abreisen und darauf haben sie uns aber einen Schadensersatz bezahlt. Ist ja eigentlich gut. Ja, da kam ordentlich was raus und ein Fahrzeugverkauf und so. Na, aber jetzt sind sie ja hier und hier ist es ja viel schöner als in Russland. Ja, das muss ich schon sagen. Da gebe ich Ihnen recht, okay. Okay, 500.000 steht jetzt hier glatt. Mit Notarkosten und allem drum und dran. Ja, da wäre dann eigentlich alles dabei. Ja, okay. Ja gut, haben Sie einen Kugelschreiber? Ja, hier. Dankeschön. Dann unterschreibe ich da gerade mal. Jo. Super. Dann hier, bitteschön. Dankeschön. Lassen Sie mir einfach eine Kopie zukommen dann. Ja? Jo, das passt. Supi. Das Geld, wie machen wir das? Das überweisen Sie bitte die nächsten Tage. Okay, gut, jo. Machen wir dann. Passt. Dankeschön. Wissen Sie was? Ah ne, stimmt gar nicht. Ist mein zweites eigenes Haus. Aber jetzt auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum eigenen Hof. Vielen Dank, vielen Dank. Freut mich, dass es so unkompliziert. In guten Stadt, ja, das hoffe ich doch. Muss jetzt erstmal runter zum Händler wieder gurken und gucken, dass ich irgendwelche Maschinen krieg. Soll ich dir noch zeigen, was dir alles gehört? Ah, vom Land her? Ja. Ja, das können wir noch machen. Komm in mein Auto. Kannst mitfahren kurz. Moment. Jupp. So. Ach so, darum geht's raus. Also auf jeden Fall hier dieses Feld hier. Ach, das ist hier drüben auch noch. Okay. Das gehört auch alles uns. Also mir. Also dir natürlich. Bis hier zu den Zaun, das links von mir jetzt oder links von dir auch, das jetzt nicht mehr. Mhm. Muss ich kurz da hochfahren. Ja, wo du sagst. Aber das denke ich. Wäre für dich auch ein Feld, was du dir noch beachten könntest mal, oder? Ja, ich muss mal gucken. Oder irgendwann, weil das wäre halt ein nahes Feld und trotzdem ein großes und wenn du dich vergrößern halt möchtest. Ja, das ist auch nicht ganz so uneben, wobei das hier finde ich auch nicht so schlecht. Muss mal gucken, was man... Ah, das sieht eigentlich gut vom Gefälle her aus. Ja. Wobei sie haben ja gesagt, der hat meistens auf Grasland irgendwas gemacht. Ja, und nur einen Acker im Tal. Einen. Okay. Und hier rechts von uns das große Feld. Ihr hört ja auch. Okay, und hinten dran, nach dem Zaun, ist ja noch die andere Wiese, ne? Das ist aber nochmal ein kleines, ja. Okay. So, und jetzt fahre ich dich kurz zurück. Ja, aber ist. Also, ich dachte, da wäre noch irgendwas. Okay. Ja, und hinten halt noch. Dabei. Und sonst müsste eigentlich nichts mehr sein, glaube ich. Okay.
Oder warte, ich kann ja kurz mal auf der Karte schauen. Ah doch. Und zwar. Haben wir jetzt hier da hinten auch noch eine Wiese? Noch eine Wiese. Ja. Was macht man mit den ganzen Wiesen? Mähen. Mähen. Müsste hier sein. Hier rechts von dir jetzt. Das sieht aber auch relativ flach aus. Das passt auch. Okay. Ja. Und dann noch eine größere. Noch eine. Ja. Ja, okay, das erklärt auch den Preis. Ja. Und ein guter Boden ist auch, also da wächst es gut. Okay, das ist super. Ja, hier oben gibt es halt ordentlich Sonne, ne? Nicht so wie Ja. im Tal. War da unten noch. Ja, das war die Wiese, die man gesagt Aber hat, hier ne? ist noch eine größere. Da, wenn du hier rüber gehst. Die geht bis da hinten. Ah, okay, bis zu den Bäumen. Also das ist auch eigentlich eine größere Wiese. Boah, könnte man so sagen, Und das müsste eigentlich schon noch steil genug sein, damit du ohne Doppelreifen fahren musst. Also müsste eigentlich gehen. ne? Okay. Also hast du eigentlich schon was Gut. an Fläche. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das alles bewirtschaftet bekomme. Muss ich mal gucken. Ja. Okay. Und wenn du mal einen Ball zu fällen hast, dann kannst du mich anrufen. Ja, werde ich dann auf jeden Fall Ja, tun, Mann. weil. Oder wenn du mal Holz abtransportieren musst oder so etwas. Ja. Haben Sie da Equipment? Ja. Perfekt. Werde ich mit Sicherheit dran denken. Ah, gucken Sie mal da. Der hat sogar Solarzellen auf dem Dach. Ah ja. Ist ja interessant. Ah ja, stimmt, deshalb hat der ja Strom. Ja, das macht Sinn. Da hängt Eben, oben das ich Aggregat. habe ja gesagt Wasser. Ja, da hängt oben das Aggregat dran, Na, ne? und Die da wird Batterien. deshalb Melkmaschine und alles dadurch angetrieben. So. Aber dann verabschiede ich mich jetzt dann. Ja, ist okay. Vielen Dank nochmal. Jo, bitte. Und Und bis zum nächsten Mal, ne? ja, auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Tschüss. Vergessen Sie die Kopie nicht. Nee, nee. Perfekt. So, jetzt ist nur die Frage. Jetzt rufe ich mal kurz den anderen an. Keiner da. Dann muss ich wieder runterfahren. Perfekt. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Hof. Das ist schon mal sehr gut. Oh, da klingelt's. Karl Gutberg, hallo? Hallo? Hallo, hier ist der Udo. Ah, hi. Hast du schon einen Hof jetzt? Ja, gerade vor ein paar Minuten habe ich einen Vertrag unterschrieben. Ja, wunderbar. Wo ist denn der? Puh. Ja, du weißt ja. Geradeaus, dann rechts, dann links, dann Ach, berghoch. ist das der, wo du erzählt hast, oder was? Links, rechts, genau. Hm. Ich frage gerade nochmal zum Händler, weil ich muss jetzt ein bisschen Maschinen bestellen. Ich habe ja Da nichts. weißt du, wo der Bürgermeister ist? Der ist gerade von hier losgefahren. Ich weiß, vielleicht sehe ich ihn gleich nochmal. Ich bräuchte einen Viehanhänger. Hat er das mit dem Bürgermeister zu tun? Ja, vielleicht hat er ja einen. Ach so. Nee, ich sehe ihn jetzt gerade auch nicht mehr. Weiß nicht, ob der hinter mir ist oder vor mir. Fahr ich mal ein bisschen durch den Ort. Vielleicht finde ich ihn ja. Oh, wenn ich ihn. Ich muss gerade nochmal dranbleiben, vielleicht sehe ich ihn gleich. Nö. Nichts zu sehen. Nö, tut mir leid. Okay. Gut, bis dann mal. Tschüssi. Tschö. So, wieder runter gucken. Oh, das ist, glaube ich, ups, das Schlimmste. Dass ich hier immer hoch und runter fahren muss. Da ist man dann, glaube ich, doch ein bisschen alleine.
Aber schauen wir mal, wie das Ganze wird. Vielleicht hole ich mir auch einen Acker unten im Tal. Dann muss ich nicht immer alles hier hochfahren. Oh, der Drescher, der steht aber auch gefährlich, finde ich. Weil, wenn ihr da nicht aufpasst, dann hängst du da vorne dran. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie ich die Sachen alle zum Hof kriege. Vielleicht hat der Händler ja irgendwie die Möglichkeit, mir das Zeug zu... Ah, da ist er doch! Ah! Ah, die Herren! Servus! Hast du ihn gefunden, ha? Ja. Hallo! Was hast denn du da für eine Kiste, ey? Jo, MF. Wie MF? Jo. Ja. Big Style, oder? Ein Riesending. Ein Masse Vergrößerung. Ja, ich brauch Power für Ballen zu pressen und alles. Okay. Aber in den Hang fährst du damit hoffentlich nicht. Ja, ich hab ja nicht so viel Hang bei mir. Ah ja, dann geht's ja. Ich hab nur Hang. gut. Du Udo? Mhm. Hast du irgendwas zum Transportieren? Na, Anhänger oder so? Ne. Na, Mist. Okay. Mal gucken, was der Händler mir anbietet. Jung. Vielleicht hat er irgendwie ein Transportunternehmen, mal schauen. An der Hand. Okay. Dieser Händler, der hilft mir auch neu, muss ich mal auch mal fragen, wer er ist. Aber ja. Ja. Gut. Dann würde ich mich mal weiter auf den Weg machen. Zeit ist Geld, ne? Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ah ja, hier noch meine Karte. Udo. Jo. Was quatschen die jetzt noch so lange? Okay. Ja, was machen die jetzt? Ah, okay. Okay, die haben mich nur vorbeigelassen. Schick. Der Bauer hier, der ist ja engagiert. Der ist schon fertig mit dem Feld. Der hat irgendwie gepflügt oder so. Interessant. Balla. Da kommt ja einer. Ah, das ist doch der von vorhin. Interessant. So. Uppala. So, so langsam finde ich mich hier zurecht. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang, dass ich weiß, wo ich hin muss. Da ist er ja. Hallo. Ach. Du, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich habe einen Hof. Oh, Glückwunsch. Oh, bin aber auch eine halbe Million ärmer. Ja. Aber ein Haufen Land ist da dabei, das glaubst du kaum, ey. Unglaublich. Ich glaube, warte mal, was war? Eins. Zwei, drei. Ich glaube, vier Wiesen oder so. Unglaublich, riesig. So, ich brauche ein paar Maschinen, ne? Ja, so sieht's wohl aus. Ja. Wollen wir einmal rübergehen zur Ausstellung, dann kannst du dir da ein paar Fahrzeuge angucken. Weil die gibt's auch günstiger. Ah, okay. Ja, können wir machen.
Aber ob ich mir davon was kaufe, das seht ihr morgen dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne bei Madonation auf dem YouTube-Kanal vorbei. Der macht ab und zu, was machst du? Best-ofs, ne? Genau. Genau. Und abonniert diesen Channel. Genau. Also, der Bürgermeister fährt auch schon wieder hier rum. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.